Aber wie denn? Ja, ist ganz toll. Als ich ganz frisch gebackener Malerin nach Berlin kam, ach, das war Berlin für mich ein Paradies mit Museen, mit Büchern, Kunstbüchern natürlich. Ich war ganz oft in Museums und ganze so Miniaturen östlich, westlich, Nahost. Alle östlichen so Miniaturen, ich habe so lange studiert, weil als ich in der Akademie in Istanbul war, in unserer Akademie, wir waren immer so westlich orientiert, besonders über Frankreich, das ist beeinflusst von Paris, Pariser Künstler. Deshalb, dass es für mich war, ganz neue, andere Welt in Berlin zu sein. Mit seinen so Museums, Büchern, alles Mögliche. Ich habe das ist wirklich so lange beobachtet alles und langsam wirkte auch meine beeinflusste meine so Malerei. Ich benutzte mehr so starke Farben, so Komposition hat ganz geändert und ich bin eigentlich immer noch dabei. Durch den so Miniaturen mich immer noch so studiere, ja, weil das ist das andere Dimension, so diese Miniaturmalerei. Natürlich bei mir wird anders mit Farben und so weiter. Als ich nach Berlin kam, für mich war so thematisch auch ganz interessant, weil in Berlin damals lebte nur Studentin und Omas, alte Omas, ja. War keine andere so Publikum. Wenn man so auf der Straße geht, trifft man immer mit alte Omas mit ihren Hunden zusammen oder jüngere so Punkleute. War immer so ein paar so verschiedene so Welten. Das hat mich viel interessiert und damals auch über Deutsch, Türkisch oder Deutsch, andere Länder so gearbeitet. Diese gegenseitig, die waren ganz anders, aber die hatten auch eine andere Ebene, aber die haben auch, hatte auch eine gute, so tolle Beziehungen auch, ja. Ich habe so tolle Sachen auch erlebt, ja. Ja, meine Malerei ging so weiter mit Themen. Natürlich, ich könnte nicht nur in Berlin bleiben. Meine Welt außerhalb so Berlin auch geweitert. Weil wenn man so lebt, nicht nur im Land, sondern über ganze Welt eigentlich interessiert und was passiert in der Welt, dann manchmal hat mich so sehr stört, ängstlich gemacht, wütend gemacht und ich musste alle Sachen so rausbringen bei mir. Ja, naja, das ist für diese Ausstellung. Ich habe angefangen, Ausstellungstitel, ja. Ausstellungstitel hat mich viel aufgeregt, weil meine Mutter Arbeiterin und wer näht die rote Fahnen, das hat mich viel interessiert. Und darüber Gedanken gemacht, dass damals in 70er Jahre, ich war nicht Anfang der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre bin ich nach Deutschland gekommen, aber diese Ende 70er Jahre und 80er Jahre, die waren so ähnlich und hat mich diese Thema mich wirklich so aufgeregt gemacht, ja. Und ich habe gedacht, naja, dann muss ich ja auch diese Titel, über diese Titel arbeiten. Und ich habe ein paar Entwürfe gemacht. Und eine ist es ja auch jetzt in dieser Ausstellung so realisiert worden. Diese Titel, die von Arbeiterinnen genäht wurden,
gleichzeitig die andere Arbeiterinnen oder die alle eigentlich, wenn ich Arbeiterin denke, das geht mir immer so an die ganze so Frauengeschichte, ja. Und wenn die ganze so Arbeiterinnen für weniger Lohn arbeiten, das macht mich immer so wütend. Es ist immer noch, ja. Das ändert nicht viele Sachen eigentlich in unserer Welt. Ja, deshalb, ich habe ja auch an die Wand eine Frau, eine Arbeiterin, Fahne genäht hat, aber mit Aufstand auf der Nähmaschine drauf klettert und rote Fahnen auch hoch gejubelt und wollte auch für die anderen Arbeiterinnen auch eigentlich Vorbild sein. Weil braucht man immer Kämpferinnen. Das muss man im ganzen Leben eigentlich so kämpfen, für Leben, für Aufstehen. Das ist ganz wichtig für die anderen Frauen auch. Ja, in Kreuzberg eigentlich mit meinem Mann, er ist auch Künstler, Hanefi Yeter. Wir haben zusammen auch ein paar so Wandmalerei gemacht in Kreuzberg. Und während dieser Wandmalerei auch so lustige Geschichte auch so passierte, ja, weil ich eine so Frau bin, auf dein Gerüst gehe, die waren von Türken nicht so ganz so beliebt. Die haben ein bisschen so Abstand gemacht, aber danach, wenn wir uns unterhalten, dann alles läuft so besser. Ja, Kunst ist politisch. Ohne politisch zu sein, das ist so unmöglich für Künstler. Eigentlich viele Künstler sagen auch, ich bin nicht politisch, ich mache nicht sowas. Aber wenn man so abstrakte Bilder oder abstrakte Arbeiten, Skulpturen auch macht man, das ist auch für mich politisch, weil die sagen ja auch nichts. Kunst ist eigentlich, das ist auch eine Sprache. Beim Literatur schreibt man, bei Malerei, Skulpturen macht man was und damit erzählt man was. Erzählt man immer, ja. Kunst ist dafür. Deshalb, ich denke, mit meiner Malerei eigentlich auch seit Jahren über viele Themen auch gearbeitet, mehr Frauen, Stadtbilder auch dazu, aber das ist natürlich in andere Ecke. Mehr eigentlich über die Menschen, mehr Frauen, Frauenrechte, was uns eigentlich durch den Kriege, durch den, weiß nicht, das ist so ärgerliche Sachen, was mich so stört, betrifft, dann ich musste immer so malen, mit meiner Malerei alles so zu den Leuten auch so erzählen. Ja, natürlich. Sogar ich war auch erste Jahren in Berlin Theater auch gemacht. Wir haben eine so Arbeitertheatergruppe gegründet, das ist so ganz kleine so. Und damit auch eigentlich wir wollten zu den Arbeitern gehen, zu Fabriken gehen, dort auch so spielen. Und dort haben wir auch eigentlich geschafft. Und wir haben ganz viele improvisische Sachen auch so improvisiert und auch gespielt. Auch ganz interessant gewesen natürlich, dass damals ohne Mauer, das war mit Mauergeschichte natürlich, vor der Mauer, wir waren als Theatergruppe öfter auch in Ost-Berlin. Und Ost-Berlin war für uns eigentlich
für eigentlich alle so theatermachende Leute ist es wie Mekka, ja? Ist es so? Die alle Brecht-Theater, weiß nicht, dass es ganz so wichtige Theatergruppen auch Stücken dort gespielt wurden. Und für uns war ganz herrlich. Und während dieser Zeit habe ich ja auch in meiner Malerei auch eigentlich über Arbeiter, über Arbeiterin, was sie so gemacht haben, unterwegs sind, müde sind nach der Arbeit, vor der Arbeit. Und die türkische Leute in Deutschland leben, so abends, jede Nacht, die machen Radio auf und die hören auch türkische Nachrichten. Damals war auch in ein paar Stellen auch so türkische Sendungen auch. Jede Nacht, die haben auch gehört. Darüber habe ich auch Bilder gemalt. Und mit, naja, das ist Demos, bin ich auch sehr drin gewesen natürlich. Immer, naja, wir wollten alle für gute Sachen, für Zusammenleben, immer so, wir wollten so gute Sachen so tun, ja. Ja, jetzt, ich arbeite, naja, im Immigrationsgeschichte eigentlich. Eigentlich nicht jetzt. Bei mir ist es diese Immigrationsgeschichte, ist es immer so dabei. Ich habe ja auch ein paar Themen seit Jahren, darüber kann ich ja auch weitermalen, weil es ist immer so aktuell, alles immer aktuell. Besonders Immigrationsgeschichte, nicht nur in Deutschland, die ganze so Mittelmeer, Osten, besonders letzte Jahre, diese Immigrationsgeschichte hat mich so wirklich so wütend gemacht, weil im Mittelmeer sterben so viele Menschen, das ist wirklich so ärgerlich. Und deshalb, ich habe ja auch ganz viele Bilder über diese Thema gemalt, aber sind nicht so agitativ, sondern erstmal so Malerei. Ich mag nicht so brutales Bilder malen. In dieser Malerei will ich ja auch diese Gefühl geben. Und zuletzt, meine letzte Immigrationarbeiten sind über Eva und Adam. Die erste Emigranten sind aus Paradies weggegangen. Die müssten weg. Die müssten weg. Ich male so über diese Eva und Adams Variationen noch weiter. Aber wie ich gesagt habe, Immigrationsgeschichte interessiert mich immer. Über diese Koffer, ich habe so ganz viele so Koffer gesammelt, ja. Über Koffer male ich ja auch oder mit klebe ich Fotos, irgendwas, andere Materialien. So verschiedene Materialien benutze ich ja auch noch weiter, sind auch noch nicht fertig. Geht immer so diese momentan über Immigrationsgeschichte meine Arbeiten. Ja, was ich so in der Ausstellung so gemalt habe, ich wollte eigentlich Zeitgeist von 60er, 70er Jahre auch geben und von jetziger Zeit auch. Ich wollte so zusammen so bringen mit meiner Sommererei. Ich habe so versucht, gleichzeitig Vergangenheit und jetzige Zeit und diese, unsere Willen,
die rote Stoff so hoch und Zukunft so zusammen so verbinden. Und die Leute, wenn die diese Bild gucken, ich will auch nicht so ganz so offen alles so zeigen. Die Leute, die müssen auch so gut gucken und daran denken, was die noch hinter dem diese Malerei sehen, was für eine so Gefühl ist. Und mit Arbeiterinnen so gleichzeitig so ähnlich so sehen, wie im Fabrikarbeit eigentlich, sind dort erst einmal nicht als Menschen oder als Frauen sehen, sondern wie Maschine so gehört, die Nähmaschine so gehört. Aber wenn man so lange guckt und darüber nachdenkt, dann sieht man mit dieser Mitte so stehende so Frauen mit anderen so zusammen diese Verbindung. Diese aufstehende Frau verbindet mit roten Fahnen die andere Arbeiterinnen. Und sie will auch was zu sagen. Das muss man sehen.